Dunka, dunka, dunka. Mit diesem Rhythmus hat uns Emiliana Torini vor mittlerweile schon 4 Jahren, so schnell vergeht die Zeit, verzaubert. Es war der Sommerhit des Jahres 2009. Jungle Drum saß quasi nicht nur ständig im Radio, sondern auch im Fernsehen hier bei uns hinten auf der Couch. Jetzt gibt es eine neue Scheibe nach, da ist sie, hier ist sie. Toka heißt sie, was das bedeutet und vieles andere klären wir gleich in ein paar Minuten hinten bei uns auf der Couch. Jungle Drum, das war der Sommerhit 2009 und Emiliana Torinis großer Durchbruch. Doch schon vorher hat die Isländerin mit den italienischen Wurzeln auf sich aufmerksam gemacht. Als Sängerin und als Komponistin. Für Kylie Minogue hat sie mit Slow sogar einen Welthit geschrieben. 2005 gab es dafür eine Grammy-Nominierung. Musik ist ihr Leben, seit sie denken kann. Emiliana Torinis Musikgeschmack ist vielseitig. Klassik interessiert sie genauso wie Jazz, Blues, Indie-Rock oder italienischer Pop. Seit ein paar Tagen ist Emiliana Torinis neuestes Album raus, Toka. Zwischen Clubmusik, Pop und großen Melodien erfindet sich die Isländerin ein weiteres Mal neu. Und es ist zum zweiten Mal schon auf dieser Couch. Schönen guten Morgen, Emiliana. Wir freuen uns sehr. Normalerweise, wenn ein Künstler, eine Künstlerin 4 Jahre Pause macht, fragt man sich, was hat die gemacht? Bei Ihnen ist es ganz einfach. Sie sind zum ersten Mal Mutter geworden. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Wie geht's Ihnen? Really good. Ja, es geht mir richtig gut. It's been amazing. Es war fantastisch. Overwhelming. Ja, bis jetzt wirft einen um. Ja, und müde ist man natürlich und alles, was dazugehört. Aber ja, fantastisch. Haben Sie Ihren Sohn, der ist, glaube ich, mittlerweile 3 Jahre alt, ist er dabei, wenn Sie auf musikalische Tour gehen oder ist er in Island zu Hause beim Papa? Nein, er bleibt bei seinem Vater und der passt in Island auf ihn auf. Es ist schon ein ganz schöner Charakter und ich glaube, der eignet sich nicht dazu, dass man ihn durch hier die Welt schleppt. Ich hatte immer so gedacht, ach, ich nehme ihn immer mit und dann, nein, der Vater wollte es auch nicht. Und wie ist das für Sie als Mutter? Ich weiß von meiner Frau, die konnte sich dann immer auch schwer trennen. Ist es auch nicht so einfach dann, ne, das Kind zu Hause zu lassen? Difficult to leave the kid. Ja, genau. Also es ist wirklich hart, wirklich hart. Aber das muss man dann eben einfach tun. Ich glaube, wenn ich nicht das machte, was ich jetzt mache, dann würde er eigentlich nicht das Beste von mir erleben können. Und deshalb, es erfüllt mich ja auch. Und dann habe ich ein Zuhause, in das ich zurückkomme und dann ist es wunderbar. Jetzt die neue Platte, Toka. Was heißt Toka eigentlich genau? Toka ist ein made-up. Toka ist ein Wort, das ich eigentlich erfunden habe. Ich habe damals mir einen Song vorgestellt, ich hatte ihn im Kopf von Toka, heißt auch der Song. Und das war wirklich, da ging es so um Dualität der Dinge, wie die Dinge nebeneinander existieren können. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wenn man geboren wird, wird man ja mit einem Kern geboren und der bleibt drin, der wird nie beschmutzt, niemand kommt von draußen wirklich dran. Aber das Leben dekoriert uns wie ein Christbaum drumherum, aber dieses Innere bleibt. Und dann habe ich gedacht, das ist dieser ganze Lebenszyklus. Und da hatte ich mich, als ich das Baby bekam, hatte ich wieder das Gefühl, ich habe Kontakt zu meinem eigenen Kern zurückgefunden, sozusagen, über eine lange Straße. Und als ich hier das Lied gemacht habe, kam das so auf und ich habe es Toka genannt. Und einer dieser Songs herauf, nämlich Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, heißt Animal Games. Und wie der klingt, hören wir uns mal kurz an. So I find new love, 'cause that is what I do. Nice scaring off the dove, scaring off the dove, killing off the sparrow. Ruhig und ganz schön traurig. Sind Sie so melancholisch geworden? Nein. Nein. This is the acoustic version. Das ist nur die akustische Version. Das hat so eine Soul-Komponente. Ja, deshalb klingt es so ein bisschen traurig. Aber tatsächlich ist es wirklich ein Partystück. Ich stelle mir vor, man hat so einen Riesenhit, Jungle Drum, vor 4 Jahren. Und dann setzt man sich wieder hin, ein leeres Blatt Papier und muss bei Null anfangen. Wie schwer, wie einfach war das? It was fine. Ach, es war eigentlich okay.
ja, wie sage ich das jetzt am besten? Nach Jungle Drum, das war natürlich so ein Dämon, der in meinem Kopf saß. Und dann macht man natürlich nicht damit weiter, sondern es geht ja immer darum, was man mit dem neuen Gefühl, dem neuen Song zum Ausdruck bringt. Und ich hatte ja 2,5 Jahre hinter mir, viele Touren, ich hatte das Baby bekommen und auch eine neue Identität auszufüllen und mir darüber klar zu werden, was und wer ich eigentlich jetzt war. Und deshalb war das wirklich eine wahnsinnige Reise, Entdeckungsreise durch mich selbst, die ich machen konnte. Magisch sozusagen. Und das hat mich so richtig dahin gerafft oder weggewaschen, all diese Gefühle. Es ist ein bisschen schwierig, das zu erklären, aber ich wollte etwas ganz Neues, ganz anderes machen, völlig anders. Und dann stellt man manchmal fest, so oder so funktioniert es eben nicht. Und dann habe ich aufgehört mit der Platte, weil ich dachte, es funktioniert nicht. Und als wir es dann beiseite gelegt hatten, da tat sich dann was im Kopf. Es setzte sich zusammen und da begann es eigentlich. Also das war wirklich so eine Lernkurve. Und dann mussten wir die Dinge wirklich alle ganz neu machen. Alles, was wir gelernt hatten, das war so Kunsthandwerk sozusagen. Dann floss es offenbar. Wir sind sehr gespannt, wie es dann heißt. Tuca, so heißt die Platte. Und so heißt dann auch der Song, den Sie in einer Stunde bei uns auf der kleinsten Bühne der Welt spielen werden. Wir freuen uns sehr. Und jetzt auf den Sport mit Peter. Dankeschön. Dunka, dunka, dunka. Mit diesem Rhythmus hat uns Emiliana Torini vor 4 Jahren, wie die Zeit vergeht, wirklich begeistert. Der Sommerhit des Jahres. Jetzt gibt's die neue Platte Tuca. Den Song dazu hören Sie in wenigen Augenblicken live auf der kleinsten Bühne der Welt. Jungle Drum, das war der Sommerhit 2009 und Emiliana Torinis großer Durchbruch. Schon vorher machte die Isländerin auf sich aufmerksam. Kylie Minogue etwa hat sie mit Slow sogar einen Welthit geschrieben. Emiliana Torinis Musikgeschmack ist vielseitig. Klassik interessiert sie genauso wie Jazz, Blues, Indie-Rock oder italienischer Pop. Seit ein paar Tagen ist Emiliana Torinis neuestes Album raus, Tuca. Zwischen Clubmusik, Pop und großen Melodien erfindet sich die Isländerin ein weiteres Mal neu. Nach 4 Jahren Pause, sie hat nämlich ein Kind bekommen, einen Sohn, 3 Jahre ist er alt. Hat das Kind, die Familie, ihre Musik verändert? Muss sein. Ja? Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist ja etwas, das knallt ins Leben und dann wird es Bestandteil des Lebens und dann Bestandteil der Musik. Also es wäre ja ganz komisch, wenn es nicht so wäre. Und wie sich das wirklich live anhört, das können wir jetzt erfahren. Nämlich den Song zur neuen Platte Tuca gibt es jetzt hier live auf dieser Bühne. Dankeschön mit Band. Thank you.
Emiliana Torini mit der neuen Platte, mit so einem neuen Song. Vielen Dank. Wünsche alles Gute für die drei Konzerte, auch im November in Deutschland. Ja. Und wo wir jetzt schon bei Island sind, also da ist es für den deutschen Fußballer gedanklich ja auch nicht ganz so weit weg hin mit den Breitengraden zum Länderspiel auf den Färöerinseln.